Zwei Gedichte eines Menschen, der hochbegabt schon mit 31 Jahren im Ersten Weltkriegsjahr 1914 gefallen ist und seine schöpferische Kraft jäh beenden musste. Ernst Maria Richard Stadler. Seine Gedichte sprechen das Dunkle, das Unergründliche der Schicksalskräfte an. Besonders dort und dann, wenn sich Einzelschicksal und Menschheitsschicksal wie im Krieg begegnen. Zu diesen zwei Gedichten passt ein Zitat von Ernst Schütz, der sagt: Das Schicksal behandelt den Menschen wie der Bildhauer den Stein. Je mehr er an ihm hämmert und meißelt, umso vollendeter entsteht die Form. Das erste Gedicht, Anrede. Ich bin nur Flamme, Durst und Schrei und Brand. Durch meine Seele enge Mulden schießt die Zeit wie dunkles Wasser, heftig, rasch und unerkannt. Auf meinem Leibe brennt das Mal Vergänglichkeit. Du aber bist der Spiegel, dessen rund die großen Bäche alles Lebens gehen und hinter dessen quellend goldenem Grund die toten Dinge schimmernd auferstehen. Mein Bestes glüht und lischt, ein irrer Stern, der in den Abgrund blauer Sommernächte fällt. Doch deiner Tage Bild ist hoch und fern, ewiges Zeichen schützend um dein Schicksal hergestellt. Betörung. Nun bist du, Seele, wieder deinem Traum und deiner Sehnsucht selig hingegeben. In holdem Feuer glühen fühlst du kaum das Schatten, alle Bilder sind, die um dich leben. Denn nächtelang war deine Kammer leer. Nun grüßen dich wie über Nacht die Zeichen des jungen Frühlings durch die Fenster her, die neuen Schauer, die durch deine Seele streichen. Und weiß doch, niemals wird Erfüllung sein den Schwachen, die ihr Blut im Traum verpfänden, und höhnend schlägt das Schicksal Krug und Wein den ewig Dürstenden aus hochgehobenen Händen.